Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Raft im Multiplayer zusammen mit Raphael. Raphael. Okay, dann ich. Pascal. Hallo. Ich finde, man sieht auch immer sehr schön an den Hüten, wer ist. Außer Hannah, die hat natürlich keinen Hut. Und die ist auch dabei. Ja, hallo. Wieso sollte ich einen Hut Warum tragen? nicht? Weil ich einen Bürgermeisterhut hatte. Pascal hat einen Seemannshut und Raphael hat einen Bauarbeiterhelm. Genau, kurze Veränderungsliste, also jetzt mal abgesehen von, dass wir bei Utopia sind, hier, dem Ding, bin ich ein bisschen rumgeschippert mit Pascal und wir haben noch die zweite Erweiterung hier dran gebaut. Und zwar ist das jetzt die Tierhalle, Scheune irgendwie. Die Scheune. Ich habe noch zwei Dodos gefangen, das heißt, wir haben jetzt hier vier Dodos und eine ewig krasse Eierproduktion. Welche wir wiederum für unser neues Kraftstoff, unsere neue Kraftstoffraffinerie zum Beispiel verwenden können, die hier auf der Seite ist. Denn wir haben jetzt auch die Antriebe waren ja, Schaufelräder, die waren ja früher auf der Seite, wo die Scheune jetzt ist. Deshalb haben wir die Antriebe jetzt einmal hier drei und auf der anderen Seite sind auch nochmal drei. Hier geht eine Leitung rüber. Und hier ist sozusagen der große Treibstoffraffinerie-Ding. Und da kann man jetzt natürlich jede Menge rein platzieren. Das hier sollte doch irgendwann da rein. Genau, der Tank ist wie gehabt. Dann haben wir noch die Änderung, dass ich hier noch eine Tiki-Statue gefunden habe. In irgend so einem Müllhaufen. Das Wassersystem ist jetzt hierhin verlegt, also sozusagen da rein. Also das hier kommt langfristig weg. Das ganze Zeug, was hier noch draußen ist. Das kommt dann alles hier rein. Wir haben ja auch noch eine zweite Etage, wo dann die. Wie heißen sie? Lamas? Nee, Alpakas, wie auch immer, hier reinkommen. Das ist auch alles dann automatisch bewässert. Was hatten wir noch? Genau, mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich noch eine EDM-Kassette hier gefunden habe. Irgendwo auch in so einem Müllhaufen. Mal gucken, was da so läuft. Ansonsten, ja, wir haben den stationären Anker jetzt den besseren, dass man von oben aus den Anker hoch und runter fahren kann. Hier. Also für Ja, also Musik die einfach Musik, die kann man auf jeden Fall EDM. benutzen. Ja. Ja, Ja. hier fehlen noch ein paar Also ich finde, es ist Metallteile. besser als die Fahrstuhlmusik. Das stimmt, ja. Alles ist besser als die Fahrstuhlmusik. Nein, Ja. nein, das Standardradio nicht. Das ist Mist, ja. Mistiger. Ja, das Windrad, das kennt ihr schon. Glaube ich. Jetzt Ja. baut er einfach dieses ganze Metallzeug dort ab und verschwendet Ja, das in es. der Mitte braucht keiner. Naja, Das sieht stimmt schon. hässlich aus, wenn in der Mitte einfach random Metall ist. Ansonsten, na genau, den Ofen, der war schon. Die beiden Öfen sind jetzt neu hier, die Schmelzöfen. Wir haben jetzt sechs Ofenkapazität sozusagen. Und ihr glaubt nicht, wie viel Energie die fressen. Die sind jetzt ja gerade grün, weil ich die gerade erst ausgewechselt habe, aber das ist echt schlimm, wie die das wegfressen. Aber mit kleinen Batterien, die zu befeuern, das ist schwierig. Nee. Nee. Aber da könnt ihr auch drei Erze auf einmal schmelzen, ne? Genau, das sieht dann auch so aus. Und wenn wir jetzt mal einen Clipper reintun, dann sieht das so aus. Aber ja. Soll nicht weiter von Bedeutung sein. Ey, ich habe schon wieder fast 5 Minuten gelabert. Übrigens, die Tierscheune wird auch noch weiß angemalt, die bleibt nicht Holz, die wird genauso das Zweckshaus auch noch weiß, aber die Farbe dafür fehlt noch, weil wir noch keinen Platz für die Farbmühle haben. Also wir haben den Platz für die Farbmühle, aber ich kann die gerade nicht platzieren, weil da, wo ich hinstellen will, gerade eine riesige Wand neben unserem Floß ist. Na, wir haben ja nur noch 650 weiße Farbe, aber ja. Ach so, na dann. Ja, guck vorher in die Los, Kisten, bevor du Pinsel. irgendwas behauptest. Aber das machen wir jetzt nicht, Pascal, denn wir gehen auf Reise nach in Utopia. Was auf jeden Fall schon ziemlich krass aussieht, finde ich. Da oben ist Einfach ein nur zum großes Essen rotes groß. X. Ein großes rotes X, das müssen wir uns vielleicht merken, mit der Seilrutsche dort. Müssen wir wieder hinkommen? Vielleicht. Ja, ich würde sagen, wir gehen an Land. Dreck Ja. kaufen, Also ich würde schaufeln. das nicht Land nennen. Ja, okay. Da Cool, muss ich Dreckhaufen. Was sind zustimmen. das denn für Viecher? Kakerlaken? Na, lecker. Aber wir haben Dreck. Nee, Das heißt, wir Dreck habe ich können. nicht bekommen. Nee, hier auch Ich nicht. bin. Ach, du kriegst nicht mal Und Schmuddel. Was ist das gefährlich. denn für ein Mist? Ich grab einfach nur den Tod. Müll hier raus. Au, die tun weh, Ja, dann geh die raus Viecher. da. Okay, ja, Heißen die haltet so? nach. Was habe ich denn Da hier ist ein riesiger getan? Wassertank. Detto war's hier. Der Detto. Der Den Schlaue. kennen wir doch. Ja, ich kann die immer noch nicht auseinanderhalten. Na, Detto ist der Typ Ich mit kann der auch nicht Rakete. auseinanderhalten.
weiß nur, das Grüne, guck mal, die haben ja ein Bewässerungssystem. Halten für sanftes. Ja, ein Rätsel wieder. Oh nein. Ja, wir haben auch ein Bewässerungssystem. Haben wir irgendwo einen Input? So also, wo es herkommt? Ne, warte, hier rein. Ne, hier kommt es rein und da muss es raus. Also, hier muss raus und hier rein. Nein, wir müssen alle drei Räder drehen. Jo. So. Boah, ist auch so kompliziert. So, dann geht das hier hin. Nee, das funktioniert aber auf jeden Fall nicht. Das muss denn dann so hier sein. Und dann musst du, genau. So, dann ist es hier drüben, dann geht's hier. Dann funktioniert das wieder nicht. Nee. Wir können ja mal ein anderes probieren hier in der Mitte. So. Funktioniert auch nicht. So. Klappt's irgendwo? Nein. Ja, hier. Wir müssen schauen. Nicht bei allen. Hier klappt's nicht. Nee, das passt nicht. Also wenn dann so. Oder? Ja, aber dann passt es hier nicht, oder? Ich gehe erstmal der Quelle entlang und schaue, ob wir hier irgendwo Wasser herbekommen. Oder ob es da also mehr ist. Also hier ist noch so ein zweites Rätsel. Oh je. Oh nein, nachdenken. Ich glaube, ich hab's. Sehr gut. Hier geht's dann nämlich noch weiter damit. Ja, und hier ist noch ein drittes Rätsel. Okay. Wir müssen erst den äußeren Kreis immer machen und dann halt immer weiter. Hm. Die gerade Frage ist, was ist benötigt Elektrizität? Ich weiß es nicht. So einen Sinn haben, den Dreck hier wegzubuddeln. Vielleicht ist da irgendwo ein Schlitz oder so. Ja, eben. Vielleicht wird der dann auch einfach weggeschwemmt, wenn wir die Rohre anschließen. Nein. Aber ich denke, das ist sowieso hier nicht aktuell dran an der Rätselkette sozusagen, weil wir brauchen noch Elektrizität und die haben wir noch lange nicht. Die geht nämlich in das Gebäude, zu diesem Generator. Okay, ich geh einfach mal der Quelle nach. Macht ihr mal schön die langweilige Rätselarbeit. Okay. Die spannende Rätselarbeit natürlich. Aufnahmeprüfung. Hier ist eine Hygiene. Das Übliche halt. Übliche, was man auf dem Meer findet. Hier yeah. Steht eine Schaufel rum, Leute. Die kann man aufnehmen. Ja, dann nimm sie. Vielleicht müssen wir auch die sollen. Verwenden. Jetzt habe ich eine Schaufel. So eine Standardschaufel. Eine ganz normale Stromkabel. Schaufel. Oh, das ist ja so ein. Uah, hier ist ja noch eine. So schlimm wie in Satisfactory. Ey, kommen diese Kakerlakenviecher raus. Hat die dich gerade gezogen? Ja, ich glaube schon. Die ist tot. Zappelt nur noch. Ich muss mal ganz kurz einen neuen Speer machen. Ich bin nicht vorbereitet auf diese Expedition. Okay, hier brauchen wir ein Kabel. Okay, zweites Rätsel eine auch. Eine halb kaputte Machete. Ich setze dich mal ans dritte Rätsel. Jo. Mach das. Ich grab hier ein bisschen um. Diese Tür Aua. Ist von der anderen Seite verschlossen. Aha. Okay. Ja, wir müssen dort hoch, in dieses Gebäude hier. Irgendwie müssen wir das. Au. Jump and run. Ja, das sieht gut aus. Kiste. Oh, tragen. Oh nein, jetzt müssen wir unser Jump and Run noch selber bauen. Na, so ein Dreck. Noch schlimmer. Auch noch eigenständiges Nachdenken hier wird erfordert. Schlimm ist das. Ich habe ein Stromkabel. So, also ich hab hier eine Kiste, die ich platzieren kann. Ich habe noch mehr Kisten, die ich platzieren kann. Echt? Ah ja, cool. Ja, hier sind noch. Okay, kann man stapeln. Und jetzt man soll hier eine Treppe bauen. Wo sind hier noch mehr? Ah ja, okay. Ja, ich habe auch noch eine. Ja, okay, die liegen hier halt ziemlich viel rum. Ja, drei brauchen wir einander. Übereinander. Jetzt war die Schaufel kaputt, die geschenkte. Ich habe nur Kakerlaken raus. Schaufel schaut man nicht ins Maul. So geht doch der Spruch, oder? Nein, ein Pferd. Hier ist auch eine Schaufel. Im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. So geht der. Ja. Und ich habe die nächste Schaufel gefunden. Ich kann weiter buddeln. Ich habe das dritte Rätsel auch gemacht. Sehr gut. Raphael, kannst du noch? Ja, wir brauchen noch eine Kiste. Gibt es noch andere Rätsel, die ich machen kann? Okay, ich glaube, ich habe einen Hinweis gefunden. Detto. I have my own raft and it's hooked up to actual wind turbines. If I had even more power,
Just imagine all the experiments I could run. But now that lunatic Olaf appeared, his cages are already unloaded and now he's able to help everyone with his army. Last I saw him, Olaf Wilkstrom ruined Caravan Town. I will never forgive him. I hope Han and Ruben listen to me. He's not to be trusted. Just in case, I decided to up the security on my raft. This map should allow only the smartest of people to enter. Like me. Also sind mir einige Namen gefallen, die wir schon kennen. Ja. Ich würde mal ganz kurz sagen, wir gehen mal zurück aufs Raft. Verkaufsautomat. Habe ich die ausgekrammelt, die man eingesammelt gerade, die Verkaufsautomatenmünze? Weiß ich nicht. Ich habe vorhin auch eine gefunden, also es ist jetzt nicht so abwegig. Ich habe gerade hier mit Raphael ein Stromkabel gezogen. Eigentlich steht hier immer noch benötigt Stromkabel, brauchen wahrscheinlich mehrere. Ich würde mal zurück zum Raft gehen und schlafen gehen. So, also von wo aus seid ihr jetzt gesprungen? Dranhängen könnte, dann würde ich ja nicht lassen. Ah ja. Also ich kann die Seilrutsche nur mit, nur... Wo seid ihr denn gerade? Wir sind bei diesem ersten Stromgenerator, also wenn du... rechts vom, hinten vom Raft aus. Ja, genau. Rechts hinten, ja. Ich geh dich abholen. Oh, ich komm nicht abholen. Ich warte hier am Raftsteg. Okay. Als Raphael als nächstes müssen wir auf dieses Gebäude mit der Werkzeug, mit dem Schrauben. Nee, wie heißt das? Ich habe gerade unsere Alpakas umgesiedelt in das neue Gehege. Ach, sehr gut. Also ich glaube nicht, dass wir genug Kisten haben, um hier hochzubauen. Oder Raphael, kannst du dort irgendwas öffnen vielleicht? Wenn du dort. Ich kann da oben nichts öffnen, aber da oben sind zwei Kisten und dann. Dann ist auf dem Haus nebenan so eine Plattform, wo man Kisten hinstellen kann, wenn man rüberspringt. Ah ja. Vielleicht auf den Kran können wir auch drüber. Okay, ja, hier geht's dann weiter, aber. Wir müssen einmal rüber sipplein. Ja, ich bin hier oben. Ja. Aber irgendwie würde es Parkour besser gehen, wenn man tatsächlich FPS hätte. Also gute Frage, wo muss das Stromkabel hier hin? Na, wo es hingehen muss, das sehen wir schon, aber wir wissen halt nicht, wie wir es da hinbringen. Das muss aufs Gebäude nebenan, da wo der Kran dran befestigt ist mit. Da müsste man ja rüber ziplinen, oder? Naja, aber du kannst das Problem ist, sich da drüben hochstecken. Boah, stimmt, hochstecken, das ist ein guter Punkt. Dafür hätten wir vielleicht genug Kisten. Was ist eigentlich, wenn man hier auf hier auf diese Pfeiler drauf springen könnte? Das geht, aber dann kommst du halt nicht weiter hoch. Ja. Also dann müssten wir halt hier einen Turm bauen. Haben wir noch irgendwo Kisten rumfliegen? Die nicht gerade in Benutzung sind? Hier ist einer. Das nicht, aber hier oben auf dem Dach sind noch mehr Kabel. Naja, das ist gut. Und ein Vending Machine Token. Wird es hier wahrscheinlich auch wieder Vending Machines geben? Wo bist du wieder zu der Kuppel? Leute, ist einer von euch jetzt oben? Also kann bitte oben bleiben? Auf welchem Ich bin gerade runtergefallen. Na, oder Raphael? Ich will mal rübergehen. Pass auf, Raphael, kannst du mit den Kisten hier, die hier rumstehen, kannst du daraus einen Turm bauen, da wo der schon steht? Also kurz, wenn ich hochgesprungen bin. Dort, wo die zwei Kisten schon stehen? Genau, da bitte einen Turm bauen. So hoch, wie es geht. Da fließt Elektrizität. Ich weiß. Oha. Wir müssen aber immer nicht wieder darüber kommen. Worüber? Naja, wie wir das Kabel hier rüberbringen. Das, was wir die ganze Zeit diskutieren. Ja. Unten. Hannah, wenn du mal die von dem ersten Gebäude die Leiter aufs Dach gehst und dann auf der einen Seite runter gehst, da liegt auf der Treppe auch noch eine Kiste rum. Okay. Nee, nicht die.
Die, genau, da. Wo soll ich die hinstellen? Mit auf den Turm. Stapelei ist das hier regelmäßig. Okay, das soll er. Das, obwohl, das ist sogar. Nein, nein, ich glaube, das ist zu hoch. Da kommt, da kannst du nicht draufspringen. Ja, das stimmt. Ich, sein. Du musst ja von dem Ding hier draufspringen. Mal die oberste runter. Hm. Ah, cool. Oder kannst du die placen, während ich springe? Jetzt, ja, okay. Noch eine? Tummelt? Der mal anderes Minecraft gelernt hat. Ja! Ist das gekuppelt, was wir hier gerade tun? Okay. Ich meine, normalerweise müsste es dafür auch eine Lösung alleine geben. Ja, es ist, die Elektrizität kommt an. Okay, jetzt sollte er theoretisch geht in dieses Spannwerk. Oder? Theoretisch. Geht hier ein Kabel hin, ja. Ja, sie arbeitet. Da fließt Wasser. Da fließt Wasser weiter. Überall fließt Wasser lang. Hier wird es auch weitergeleitet. Das funktioniert. Ich bin halt schlau. Ja, hast du super gemacht. So, hier funktioniert es auch. Und wo kommt jetzt das ganze, der ganze Spaß jetzt raus? Der geht dort in rein. In den Wassertank wahrscheinlich. Ja, da auf dieser Karte stand ja irgendwie, die Hannah vorhin gefunden hat, da stand irgendwas von sich gegen Wassertank. Das ganze Rätsel haben wir jetzt für diesen Kohlenstoffdioxidkanister gemacht, der hier hochgeschwemmt wurde. Wow. Der erste Teil des Rätsels von dem wow. Detto. Wir brauchen jetzt noch eine Harpune. Jo. Ich habe bisher nichts außer Kakerlaken gefunden und vielleicht eine Münze. Weil ich ja nicht naja, sicher, aber habe. Die. Ich glaube, die Kakerlaken sind. Ich habe einen Teil von Dettos Code gefunden. Okay. In einem der Löcher. Also in einem der Erdhaufen. Irgendwo ein Zahnrad. Dann vermute ich, man muss tatsächlich die Erdhaufen ausgraben, weil da dieser Code drin ist und vielleicht kriegt man auch irgendwie. Und mit dem Code kommt man ja in ihr Haus rein. Wir brauchen 4 Teile von Dettos Code. Wir haben aktuell 2. Von der anderen Seite verschlossen. Also ich denke, wir müssen erstmal alles ausgraben, weil dann finden wir alle Teile von Dettos Code. Grade? Also hast du Zahnräder gefunden oder Zahnräder, die einfach so in der Gegend herum... Warte mal. Leute, ihr seid... Ruhe. Komm, wir haben alle was gegen diesen Olaf. Hier ist auch eine, eine große Tür, hinter der man Stimmen hört. Auf der Karte sind übrigens 3 rote Kreise. Karte? Autsch. Karte? Wo? In dem Hier. Oha. Wassertank, da waren wir. Dettos Haus ist hier. Wasserpumpe vermute, war die da. 3 roten Kreise werden dann wahrscheinlich dort sein, wo der Cold ist. Ja. Wahrscheinlich. Weil den einen habe ich dort gefunden, wo einer der roten Kreise ist. Gut, dann suche ich ja die ganze Zeit umsonst hier. Bei der Wasserpumpe beim Haus dort hier vor. Für diesen Eingang braucht man doch 2 Entrance Keys. Hier vor diesem großen Haus, dort lag einer. Ja, habe ich gesehen, dass du eingesammelt hast. Wo findet ihr die ganze Zeit diese Münzen? Mir fehlen Planken. Dann hast du viel einfacher, sich einen Bolzenschneider herzustellen, um diese Schlösser zu öffnen, aber das ist ja nicht möglich. Raphael, deswegen ist es ja ein Spiel, nicht die Realität. Ich sag ja nur, völlig logisch ist das nicht. Haben wir einen Bolzenschneider? Nein. Könnten wir uns einen craften? Ja. Ich glaube nicht. Ja. Oder? Wir haben uns einen Hochschwärmes eine Schmelze gebaut. Warum können wir keinen Bolzenschneider herstellen? Weil wir das Rezept dazu nicht haben. Stimmt, wir lesen ja immer nur Rezepte und bauen Zeug danach. Ja. Okay, wir müssen irgendwie mal in dieses Haus reinkommen. Ja, warte, ich muss mir gerade eine neue Schaufel bauen. Ja. Ich vermute fast, weil es mit den Codes geht, stand, dass man den Schlüssel Olaf abnehmen muss, vermute ich mal, dass das Bossfight. Das Ziel hier ist.
Bossfight gegen Olaf. Das klingt ein bisschen nach Bossfight alles. Ja. Brutus. Aber Bossfight gegen Olaf, das wäre schon nice. Könnte man den echt endlich mal so richtig in den Arsch treten. Einfach alle mal zu besiegen, wie in so einem Märchen. Ach, warte, ich wollte mir noch eine Schaufel craften hier. Ja. So, und dann soll hier... Hier soll noch einer sein, ne? Weil das ist da, da... Ja, theoretisch müsste der noch hier sein. Hier ist aber keiner. Ja, dann war das hier noch nicht... Och, das ist voll verwirrend mit diesen roten Kreisen. Ah ja, okay, also haben wir drei. Wir brauchen noch einen vierten, ne? Wir brauchen drei, glaube ich. Nein, wir brauchen drei. Ah, okay, na dann gehen wir da mal hin. Echt nur drei? Mhm. Ja. Steht an der Tür dran. Oha, yay, die Rakete, auch. Sie ist wieder da! Oh, Überreste, yay. Lecker. Müll, Müll. Das hier sieht mir fast aus wie eine Blueprint, was hier hinten in der Ecke noch ist. Großer Rucksack. Oh. Epischer endlich. Sieg. Alles das Gleiche. warte. Mehr Platz. Ausrüstung, Rucksack. Achso, wir müssen es noch lernen. Ich habe die Harpune. Damit können wir das Ding auch schießen jetzt gleich. Hier ist noch eine Verkaufsautomatin. Ich würde vorschlagen, dass alle oben zum Turm hinkommen. Ja, allerdings machen wir das erst in der nächsten Folge. Bis dahin noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann hier die Harpune abschießen und mal gucken, ob wir treffen. Ich bin ja mal gespannt. Aber ja, tschüss. Bei meinen Künsten und Formen nicht. Tschüss.